Saubere Sache. Das ist das Motto der heutigen Werkzeugsendung. Und dann kommen wir wieder hier in der Werkstatt von den Profis für Profis. Heute haben wir ganz speziell zwei Profi-Tipps anstatt einem Härtetest und ganz einen intensiven Quality-Check. Anfangen wir wie immer mit den News. Schön gespielt. No. Das ist aber nicht News. Das wissen wir schon lange, dass er das kann. Aber ich habe News dabei. Und zwar das Eco-Sortiment der Firma Tesa. Hier habe ich darüber beispielsweise, das wäre das Eco Premium, ein klassisches Abdeckband für Maler, wo man Fliesen, Türrahmen etc. abdecken kann. Wow. Das ist eigentlich etwas, was wir gut kennen. Wir sagen dem Gaffa, die Rennfahrer sagen dem Rennband. Oh, Betonband, das ist jetzt biologisch abbaubar. Es geht nicht ums Abbaubar, sondern eigentlich um die Herstellung. Das hat biologische Materialien. Ah, okay. Das heisst Eco Repair. FSC, hä? Ja, kann er nicht. Die Sturzstelle. Und dann haben wir noch Eco Fixation. Das ist ein doppelseitiges Klebeband. Kann man für Bodenlecken brauchen, zum Basteln, zum Kästen auskleiden etc. 100%ig aus rezykliertem Plastik. Ist im Fall nur eine Bombe. Und die Verpackung ist auch noch lösungs- und bleichungsmittelfrei. Okay. Wow. Also, hat sich etwas überlegt. Ja, es ist etwa Zeit, weil wir sitzen ja alle auf dem gleichen Kügel. Gute News, danke, Cheesy, für die Vorbereitungen. Ganz gut, Kevin. Aber was auch ganz gut sind, die PW Swiss Tools. Und zwar, das ist eine richtig schöne Geschichte. Vorreiter in den Farbkodierungen mit Werkzeug. Ja, ja, alles schon gesehen. Also, weil es einfach gut ist. So, aber was wir hier haben, noch schnell der Vorteil. Du hast mit der Farbkodierung Stifte aufpassen. Nie ein Puff. Schöne Übersicht. Klare Struktur anhand von der Farbe. Dann der Winkel ist nicht 90 Grad, sondern 100. Ah, 100 Grad hat zur Folge. Eben, jetzt wird es spannend. Warum ist das in den News? Das kurze Stückchen, das ist nicht einfach zum sondern es ist wirklich einfach mit dieser Funktion, dass man eigentlich an schwer erreichbare Stellen wunderbar ankommt. Also es ist nicht lang, sondern kurz, dass du eben da in das Guselzeug wirklich dann erreichst. Interessante Idee. Also ganz, ganz schön. Beim Computer kennen wir ja den Reset-Knopf, den du musst, mit dem Kugelschreiber rein. Da haben wir eigentlich da unten etwas, zu meinem Cheesy, ins Öl, die Schrauben ein bisschen nachziehen. Also hat sie sich nicht so gern, das ist aber in der Realität ganz anders. Das sieht man zum Beispiel jetzt beim ersten Profi-Tipp. Da war nämlich Kevin traurigerweise mal allein unterwegs. Er ist zu Pferd Vitex gegangen und das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Schön, sind ihr noch da. Wir machen heute einen Profi-Tipp. Und zwar ist das so ein innovatives Produkt, das ich euch zeige. Da müssen wir gerade zum Kunden gehen. Und zwar begrüße ich den Christoph Zaug von der Firma Pferd Vitex. Peter Kregel. Ciao, Kregel. Du hast uns hier eine Trennscheibe. Was mir auffällt, ist, die ist wahnsinnig dünn. Du spürst, wenn du die Scheibe anlängst, dass sie an der Seite rauch ist. Mhm. Das heisst, die hat einen sogenannten Freischneideffekt. Wir machen das bewusst so, damit wir möglichst geradarm, möglichst schnell einen Schnitt machen können. Und das gibt dann auch möglichst einen kleinen Gradentwicklung. Die Scheibe an sich ist gedacht für ein Material, Materialstärke bis 2 mm. Wenn ich jetzt ins Material hineinschneide und dort etwas verkante, dann fängt das an, statt an reiben, fängt das an schneiden. So ist es. Die Körnchen, die an der Seite sind, die tun dann eigentlich auch einen Span abtragen und tun für die Scheibe wieder frei machen. Ja. Sogenannter Freischneideffekt. Ja, ja, ja. Wichtig ist aber auch, dass man darauf achtet, dass in der Scheibe kein Füllstoff aus Eisen, Ferrum genannt, steht da drauf, Chlor und Schwefel enthalten ist. Das ist ganz wichtig, das würde auch den Chromoxidprozess stören. Ah. Das ist bei unseren Scheiben deklariert, dass wir keinen Inhaltsstoff in dieser Art haben. Nein, aber kann man mit der jetzt zum Beispiel auch entgraten, also dass ich mal den Cheese sicher rasieren könnte? Ja, absolut ungünstig. Ah, aber haben wir da etwas? Für das haben wir ein Innovationsprodukt, das ist Duodisc, nennt sich das Ding. Wow. Duo heisst, es hat zwei Funktionen. Man kann auf der einen Seite trennen und auf der anderen Seite schruppen. Es ist aber eine Schruppscheibe. Ja. Also mit anderen Worten, da kann ich jetzt das machen, was vorher verboten war mit der Trennscheibe. Das ist eine Schruppscheibe. Ja. Also ist aber doch 1,9 mm dünn. Ja. Das heisst, es verhält sich ähnlich wie eine Trennscheibe. Trennscheibe, Super. So ist es. Mega schön. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir aber zu viel geredet worden, jetzt müssen wir da mal etwas sehen. Jetzt
siehst, das geht sehr schnell. Und was man auch sieht, wir haben keine Schwarz- oder Blau-Verfärbung. Ja, also das gesehen, das Butterröhrli. Das ist wahnsinnig, ja, das beeindruckt. Das geht das extrem schnell. Wow, nicht schlecht. Also ich glaube, das funktioniert absolut. Vielen Dank. Das war Profi-Tipp. Und wir wollen von euch auch Profi-Tipps. Also, geht ihr in eines von unseren Schweizer Profi-Handwerkerzentrum, kauft dort ein Tool, filmt euch, postet es auf unsere Facebook-Seite und dann gibt es für euch 10'000 Steine in Form von einem Wertgutschein für die Fiat Professional-Linie. Vielen herzlichen Dank dir. Musst du zurück zum Pferd. So ist es. Tschüss, Kevin. Mach's gut. Herzlichen Alles Dank. Tschüss, Kevin. Also, die Frage ist, könnt ihr wirklich auch aus der Ecke rausbauen? Hey, Dick, was ist? Du bestellst ein Reinigungsinstitut? Ja, jetzt. Nein, aber überleg mal, wir haben hier einen Starmix, ISP 1635. Sind Sie noch da? Ich gebe Ihnen gerade einen Funk zurück. Also, willst du jetzt erzählen, du hast jetzt einen Staubsauger, oder was? Der nass und trocken saugt. Putzest du? Also. Ja, ich mache das dafür. Dann. Wirklich? Ja, kannst du gerade schauen, kannst du dir überzeugen. Dann hast du das Einzige von mir mit der integrierten Abrüttelfunktion. Elektromagnetisch. Abrüttelfunktion? Durch den Filter abrütteln. Das können die Frauen zum Teil aber auch abrütteln. Das ist natürlich gewaltig. Geht das auch für andere Maschinen? Was ist denn das da? Oh, ein Filter. Wenn jetzt die Zugwirkung nachlässt, weil die Filter voll sind, dann fährt der Elektromagnet anziehen, zieht den Filter auf und dann drückt es wieder ab und dann tut es abschütteln. Und das macht er ohne Leistungsverlust, weil dann läuft er einfach auf diesem weiter. Ah. Wolltest du uns das mal zeigen? Plug in! Und es geht jetzt nicht nur an die Metabot, es ging jetzt auch an einen Bosch, an einen DeWalt, an einen Works. Irgendetwas hat da verschiedene Durchmesser, dass nachher der Schlauch an die verschiedenen Maschinen passt. Also, das wird jetzt fast kein Spön geben, wenn ich hier sage. Jetzt müssen wir da mal Schutz ziehen. Haben wir etwas? Muss ich weg? Nein, nein. Schau jetzt weg. Das kann man hier einstecken. Dass er dann noch automatisch anlässt, wenn er die Sacke anlässt. Dann können wir hier anlassen. Dann haben wir natürlich noch eine andere Funktion, und das ist für das hier am Boden. Da sieht man mal, wie der sonst PS hat. Da. Achtung, wichtiger Moment, Cheesy am Putzen. Jawohl. Unglaublich, hä? Ein guter Putzmann. Du bist so ein guter Putzmann. Ja, ist gut. Dass ich die mal sehen, so putzen, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt geht es weiter mit unserem Quality-Check. Für das gehen wir hier hinten. Ciao, Mario. Sorry, Nina. Hallo, ja, rein. Ich werde wiederkehren. Hallo, Mario. Ciao. Ciao. Zeigst du uns heute? Das ist jetzt, glaube ich, das beste Produkt, das wir in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Und das macht mich ganz besonders stolz. Wow. Wieso? Schleiftöpfe sind häufig eingesetzte Werkzeuge auf der Baustelle. Jeder Baumeister braucht irgendwann mal einen Schleiftopf. Ist ja so, ja. Da sagt jetzt jemand, er sei der Beste. Aber in diesem Fall, glaube ich, wird ich euch überzeugen, dass jetzt das wirklich das Geile von mir ist. Jetzt, wenn ich dir den geben darf, du hast einfach den Finger hier durchstrecken. Aber durch das grosse Loch. Und für dich auch noch. Wir müssen aber aufpassen, dass der Kevin nicht anfängt zu beten, wenn er einen Gang hört. Padre, Santo, Fili, Spiritual. Und jetzt haben wir hier den Unterschied, das wird dann unser. So heben. Und besser ist jetzt was? Ja, besser ist das, was weniger Lärm macht. Und ist vom Gesetz vorgeschrieben, über 85 Dezibel dürfen auf der Baustelle nicht gemacht werden, wenn man eine Alternative hat. Und jetzt hat man die. Vibrationen sind in Europa die grösste Berufskrankheit. Wirklich? Ja. Oh. Was? Das gibt eine Krankheit, die nennt sich Leichenfinger. Jesus Gott. Das ist also geschmeidig. Wenn ich im Arbeitsleben zu viele Vibrationen bekomme, dann die mir die Nerven absterben in den Fingern. Der Unterschied hier, wenn ich jetzt, am besten kann man ihn zeigen, wenn ich hier so eine Becherchen nehme. Also ich tue mal hier das Ding Teile anschalten. Und dann tue ich das hier draufheben. Und jetzt tun wir den mal austauschen. Und jetzt sind wir den auch mal laufen.
Durch das, dass der Topf so ruhig läuft, tut er natürlich schnelle Schleife und hat länger. Ja, schön, das hat... Was ist und wie sie so hält und so, wenn wir das auch mal sehen. Ja? Also jetzt staubt es dann. Es geht hier um den Kohlegalmeister. Ja, das ist auch nicht. Wir kommen vor den Schneid nicht, was ihr seht. Dali. Das ist so ein krasser Unterschied, wirklich extrem. Merkst du, wenn du zuerst mal anhältst? Es ist wirklich ganz anders. Ja. Wow. Und Finish? Ja, nein, das ist scheiße. Du hast dich schon überzeugt. Bravo, Mario. Herzlichen Dank. Danke. Ich bedanke mich. Danke, gute Heirat. Merci. Bis geht's ciao. Jetzt weiter mit dem Wettbewerb. Und da könnt ihr etwas gewinnen. Und zwar ist das heute die Rolltasche von PB Swiss Tool. So geben wir auch noch die hier. Habt ihr gerade eine gute Frage? Hat es hier ein Spannungsbier für dich? Sehr gute Frage. Spanier oder ein Spanier? Beantwortet das. Mit ein bisschen Glück gehört es schon bald euch. Und ich würde sagen, wir lernen jetzt noch ein bisschen lernen, putzen vom Cheesy. Ah, ich zeige es gerade, dir möchte es. Genau. Gut, ihr könnt ja was sagen. Schraubt gut. Nagelt gut. Und putzt so gut wie der Cheesy. Mindestens. Das kommt nicht gut. Ihr probiert es. Zeigst du es jetzt?